Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Gartenschlauch Gaming und wir beginnen mit einem ganz neuen Spiel, Broken Age heißt das, und an meiner Seite ist heute die wunderbare Steff. Ja, schönen guten Abend, schönen guten Tag. Und sie wird auch den Controller sozusagen führen und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ne? Ja, hier muss man erstmal einen Platz auswählen und jetzt geht's los. Ich weiß übrigens gar nicht, ob das auf Deutsch oder auf Englisch ist. Wir werden es gleich sehen. Ich glaub, wir werden oh, hören. Es geht schon los. Ach, ich glaube, man kann sich jetzt entscheiden, ob man jetzt praktisch ihre oder seine Story spielen will. Gut, ich habe mich entschieden. Die Welt sah irgendwie... Oh. Wir werden gerufen. Kann ich sie wecken? Es ist auf Englisch. Das ist korrekt. Ohne Untertitel. Oh, Cupcakes. Hm. Da ist jemand, die will was von dir. Ah, hier. Hm. Geh doch mal hin. Aber vielleicht kann man auch Subtitles aktivieren. Soll ich mal gucken? Da brauchst du welche. I know you're not afraid of anything. I mean, what's to fear? This is a great honor. Right! Wait, I can't tell if you're being serious. Well, there is one part that I'm really afraid of. What's that? I'm afraid that you won't get any food because I'm gonna beat you to the maiden's feast. Dream on! Oh, ich glaube, die machen jetzt ein kleines Rennen sozusagen. Aha. Aber ich glaube, die andere ist schon irgendwie eher da. Where the sweetness is baked right in. Guck doch jetzt nochmal wegen den... Ach so. Ach, guck. Ja. Hier Untertitel, da oben stand es doch schon. Ja, und wie komme ich da jetzt... Ach hier, so. Genau. Warum steht es denn da alles auf Deutsch? Einfach so. Ach, warte mal. Hä? Ich glaube, es ist die Sprache für die Untertitel. Ach so, schade. Gut, warum ist da das Kreuz bei Italienisch? Man weiß es nicht. Was? Das war doch bei Deutsch eingeschalten. Gut, wir gucken mal. So. Weiter geht's. Hello? Ah. Wow. Yay! There is my Valoria. Haben wir Geburtstag? Ich weiß nicht. Vielleicht. Ach, weil ich so groß geworden bin, bestimmt. Ja. Ah ja, sie sind sehr stolz auf sie. Wir sind nackt? Nein. Ja, sehe ich auch so. Ist es die Oma, die Kuchenoma, die gebacken hat? Hm, wo ist das Messer? Eieiei. Ist ja hier eine sehr illustre Gesellschaft. Da gucken wir doch mal hier. Oh, guck mal, oben steht jetzt auch auf Deutsch Glückwunsch. Oh. Sie hat nicht aufgepasst in der Maiden Training. Was für Geschöpf. Ich frage erstmal, was das ist. The latest in a long, distinguished line of grand mogs to visit our land. Distinguished? Well, anything that lives that long becomes distinguished. I mean, look. Da kommt, glaube ich, irgendwas vorbei und die besuchen. Man weiß noch nicht genau, was es ist. Mhm. Und das ist irgendein Frostmal. What do we know about these grand mogs? The grand mogs have visited our lands for as long as anyone. Ja, es kommen irgendwie die großen Mogs vorbei. Und wir haben einen neuen Gegenstand in unserem Inventar. Juhu! Breed. You actually imagine that? Mhm, die pflanzen sich dann also fort, nachdem wir ihnen Essen gegeben haben. Genau. Und sie ist irgendwie ausgewählt worden als irgendwas. Klick doch mal an, warum sie ausgewählt worden ist. Every town visited by a grand mog, the villagers vote for the maidens who represent their town's best qualities. So in other words, beats me. Ah ja. Sehr gut. Janet. Ja, wo kommen die her? Haben wir ja noch nicht gefragt. Ah. Klar. Ein schöner Ort hinter dem Pestdamm. Wollen wir doch auch mal dahin?
forbidden. But maybe you'll be lucky enough to be taken there soon in Mon Chafra's stomach. Oh. Das aha, das heißt, wir sollten uns mal demnächst selbst in eine Torte einbacken. A new Grand Mog appears every 14 years, and I'd have seen 6 of them, so... Hey, are you trying to get my age out of me? I'll never... Na, hast du mitgerechnet? 6 mal 14 sozusagen sind, glaube ich, 84. Richtig. 84 ist die Oma. Mariloth just had their maiden's feast yesterday. That's how we know. Wird jetzt eigentlich hier die Maiden gegessen? Also, oder nur die Torte, oder... Amazing Featherwork. Schwierig zu sagen. Ich finde, die Oma sieht auch ein bisschen aus wie eine Kartoffel. Sie sieht aus wie eine Kartoffel, die Baguettes im Kopf hat. Das ist richtig. Bestimmt eine Französin. So, warum können wir die nicht einfach bekämpfen? Silence! Talk like that could ruin the maiden's feast. If you destroy the feast, Mon Chafra will destroy this village, including your family. Is that what you want? No. Ja. Ich dachte ja... Eigentlich wollten wir ja nur das Kuchenmesser suchen, damit wir endlich anfangen können mit Essen. Ja, vielleicht weißt du ja, wo das ist, ne? Das glaube ich nicht. Aber frag sie doch mal. Ja, jetzt doch nicht mehr. Eieiei, das wollen wir natürlich nicht. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Jetzt frag sie doch nochmal, wo das Messer ist. Frag ich sie noch? Ja, na klar. Nein. Ach doch. Doch, aber jetzt hast du es irgendwie weggedrückt. Ja. Hast du gut gemacht. Ja, das wissen wir jetzt schon. So, frag ich nochmal. Ja. Aber ich glaube, sie weiß sicherlich die Antwort nicht. Vielleicht weiß es ja der, wer auch immer, unser Vater wahrscheinlich. Ja. I do, but your mom brought out a special one she wants to use. She wants everything to be perfect on your special day. Das Special Messer also. Und dann war es irgendwie plötzlich weg. Ne? Wo ist es hin? Am Ende ist es hier unter diesem Tuch. Grandpa Beastender? Do you know where Mom's knife is? Wouldn't tell you if I did. I'm not doing one thing to help with this shamed feast. Yeah, I'm not sure how I feel about this maiden's feast either, to tell you the truth. Then fight it, girl. Stand up for yourself. I hope you're not filling that girl's head with nonsense, Brommel. Ich glaube, es ist der rebellische Opa, sozusagen. Ja, daher auch die Piratenklappe. Ja, vielleicht gibt es aber auch einfach keine Brillen oder keine künstlichen Augen, die er eigentlich tragen müsste. Es war das Dorf einer Kriegerin. Oh, das ist ihm nicht so recht. Wir fragen ihn nochmal, ob er einen Cupcake haben möchte. Aber wir könnten. Don't you dare. I hid it for a reason. You did what? Oh, nothing. Oh, jetzt versteckt. Jetzt musst du ihn natürlich nochmal fragen. Was ist das denn jetzt da unten? Du kannst, glaube ich, zwischen den Geschichten umschalten. Also du könntest jetzt auch zur Geschichte von dem Jungen schalten. Man kann ihn nicht fragen. Ach so. Als würde der uns das auch verraten. Das ist aber ein blöder Opa. Ach so, nee, das ist der Opa. Ich dachte, man konnte jetzt ja unter den Teppich gucken. Jetzt geht doch nochmal zu der Schale mit dem Tuch davon, die da war. Was ist denn hier eigentlich? Ach, das ist einfach nur sie. Ja. So, wie komme ich denn jetzt dahin? Ach so. Da. Ja. Und mal gucken, geht da was? Oh, immerhin Cupcakes. Jetzt können wir ihm aber immerhin einen Cupcake bringen. Richtig. Oder isst sie den jetzt selbst? Ne, jetzt hast du eins. Kannst du ihm den Opa bringen und dann gibt er dir vielleicht das Messer. Muss ich den jetzt... Achso. So. Genau, sehr gut. Gut machst du das. Ich würde den Punkt in der Mitte nehmen. Das finde ich sehr gut. Good. No, Mom says you can't have any. I'm just showing it to you. Ah, I didn't want it anyway. Hm.
Na super. Das hat sie jetzt nicht so gebracht. Gib ihm doch den nochmal. Nein, du hättest ihm jetzt halt aus dem Inventory. Ja. Wie komme ich denn jetzt einfach so in das Inventar? Ach so. Einfach nach unten. Und schon geht die Party ab. For you, Grandpa. Don't mind if I do. Aber jetzt nochmal. Das hat ja schon mal nichts gebracht, so richtig. Mit Was haben wir hier jetzt eigentlich? Opa Biestendorf. Was ist das denn? Das ist das Tuch, glaube ich, mit dem der Dings bedeckt. Oh, der Cupcake. Ach so, das hat sie auch gleich mitgenommen. Gut, warum nicht? So. Dann gucken wir doch mal weiter. Ich habe immer die ganze Zeit so ein Bing auf dem Ohren. Ja, ich auch. Ja, aber... Ach, hier. Guck mal, hier. Was sind nur Torten? She already caught me using my fingers. Eyes in the back of her head, that woman. So, gehen wir doch mal hier zur Kleinen. Aber vielleicht ist es auch einfach... Das ist meine Aussage. Pinocchio. Ja, finde ich eh, der ganze Stil sieht so ein bisschen Pinocchio-like aus. Guck mal da hinten in den Raum. Kannst du in den Raum da gehen? Nee, ich glaube, das war jetzt der Vater. Hey, don't go get dressed yet. Frosting never heard a maiden's feast gown? Nee, da können wir irgendwie nicht hin. Also ich glaube, dass es irgendwie was immer noch was mit dem Opa zu tun hat. Also vielleicht ihm einfach nochmal ein Cupcake bringen. Ich meine, warum nicht? Wir haben ja genug. Vielleicht muss man ja das Ganze so ihm das... Ja, dann nehmen wir uns halt... Hast du jetzt einen? Nee. Eat the one you've got before you grab another. Mom, it's your special day. Let her have all the cupcakes she wants. Except the red ones. Ja. Ja. Hast du jetzt einen? Mom, it's your special day. Nee, ich Doch, natürlich. Ich glaube, du hast jetzt schon einen im Interview und das, im Interview. Im Wie heißt das Ding? Inventar heißt es. Genau, und deswegen kannst du dich noch einen nehmen. Ach so, okay. Und den wenden wir jetzt. Kannst du den einwickeln in den Dings? In das Tuch? Ja. Better not. Gut. Nein, lieber nicht. Was kann man noch damit machen? Ach, man könnte es auch dem Kuchen geben. Man kann es dem Kuchen geben, der Oma, der Kleinen, dem Vater, der Mutter. Also ich meine, wir können auch mal... Ich guck mal. Okay, mal gucken, was... Nee, die Oma weiß ja auch nicht... Also ich meine, es weiß ja nur der Opa, wo das Messer ist. Vielleicht kannst du es ja zum Fenster rausschmeißen, den Cupcake, und dann protestiert der Opa und dann gibt es den... Dann gibt er uns das Messer. Ja. Das macht wahnsinnig viel Sinn. Ach komm, ich fand, das war eine gute Logik. Aber wenn er hinterher springt, ist es doch weg, oder? Also ist er doch auch weg und kann das nicht mehr sagen, wo das Messer ist? Ja. Ich verstehe die Logik da jetzt in dem Sinne nicht. Ich frage mal, ob wir ihn teilen sollen. Ja. Ah. Ah, guck mal einer an. Da ist also das magische Zeremonienmesser. So einfach war das. Gut, dann kannst du jetzt losgehen. Nee, ach so, ach doch, jetzt haben wir es gleich. Ach so. Ach so. Das ist ja abgefahren. Wir müssen erstmal hier wieder. So. Und das geben wir jetzt der Mutter oder schneiden wir den Kuchen? Nee, wir geben das der Mutter natürlich. Alright, time to serve this girl up. But first, can I ask just one more time? Honey, why don't we just kill Mog Chothra? Oh, da geht die Party ab. Oh, honey. Oh, we're going to miss your sense of humor. Achso, ich glaube, wir werden tatsächlich heute geopfert. Majestic to behold. Klingt so. Awe-inspiring, powerful, mysterious. Das ist jetzt auch ihr gutes Kleid, wo sie keinen Kuchen drauf schmieren sollte. Oh Gott, ja. Die Familie opfert uns und die freuen sich alle total. Dass wir jetzt bald sterben. Greif zu,
Trink oh, sie, extra sie, sie, ist greif, sie ist greift zu. Oh, die Oma bietet sich auch an. Naja, ich glaube nicht. Heiße Schnitte war auch dabei. Hm. Ach, dieser Vogel? Niemals. Nee, ich glaube auch nicht. So, was machen wir jetzt? Ich weiß nicht. Hey, what do you say we break out of here? Trying to get us all to quit so you'll win the feast, huh? Well, it's not gonna work on me. I'm in it to win it, baby. Ja, gut. Obwohl, vielleicht hätten wir ihre Keule kriegen können. You're making me hungry. I'm trying to make Mog Chothra hungry. These girls have it all backwards. Think it's attractive to starve themselves. Want to trade something for a bite of that drumstick? Hmm. What do you got? Ja, wir haben ein Handtuch, ne? Hm. Need a towel? Nope. They taught us to eat daintily in finishing school. Oh. Okay, dann müssen wir nochmal mit den anderen reden. Vielleicht können wir da irgendwie unser Handtuch gegen... Ja, ich glaube, das wird... Da spielt sie nicht mit. Das glaube ich. So, genau. Das heißt... Das heißt was? Dass wir jetzt mit den anderen reden und hoffen, dass die irgendwie ein Handtuch brauchen. Naja, oder? Du musst halt den Vogel da irgendwie bekämpfen, weil der stört sie ja immer, weißt du? Aber ich weiß nicht, du kannst doch noch mal was sehen, siehst du das? Wir haben ja aber nichts. Da hinten geht doch gerade irgendwie... Was haben wir denn? Ach guck, wir haben das Messer. Hm. Wir können ja mal versuchen, mit dem Messer den Vogel zu erstechen. Ja. Also einfach mal so ganz dezent. Vogel, Vogel, Vogel. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Und da? Och, warum denn nicht? Hm. So, wir sagen jetzt mal, wir haben einen Plan. Genau, wenn du tot bist, dann hast du auch noch wahnsinnig viel davon. Also ich glaube, die anderen sind auf jeden Fall alle ganz gut drauf. Ne? Hier, du musst mal noch ganz normal die Leckerfee da drüben ausprobieren. Kann ich nicht die Kerzen abschneiden? Hm. Does that costume have any thorns we can use as weapons? It does. They're made out of chocolate. Regardless, I accept my noble burden, not with apprehension, but with joy. I give my life so that no harm comes to our village. Sie gibt also alles für ihr Dorf, auch ihr Leben, wo sie aus. Oh, jetzt streiten sie sich und vielleicht... Ach nee, ich dachte, dass vielleicht jetzt oh ja, der französische die kleine Keule umherfliegt, während sie sich streiten. Nee, der französische Kartoffeloma hat erstmal das Horn geblasen. Oh oh, und Pinocchio hält sich die Augen zu. Mhm. Eine Art Seemonster. Eine Art Alien gehören Seemonster. Mhm. Mit Pauken und Trompeten taucht es auf. Das sieht auf jeden Fall unsympathisch aus, muss man mal sagen. Ja, genau wie sie hier. Wahnsinnig majestätisch. Ja, ich glaube, er ist schon recht groß und so. Mhm. Sie denn da? Hat sie uns schon gar nicht gezeigt. Na, ich glaube, sie ist die Alkoholikerin im Team. Da braucht es auch immer jemanden.
Oh oh, wer war das? Das war die mit den Kerzen, glaube ich. Ja, genau, die mit dem Kuchen. Aber ich glaube, dass er noch hungrig ist. Ja. So, können wir jetzt irgendwas hier machen? Das ist schlecht. Können wir was... Kannst du dem Vogel das Tuch irgendwie hinwerfen? Vogel und das Tuch? Muss mal kurz warten. Vielleicht braucht eine andere... Oh. Ich brauche sie mal ein Tuch, um sich... Oh, sie hat sich umentschieden hier, die Schokoladenfrau. Aber kann man da irgendwas machen? Ihr ein Handtuch geben? Hm. Nein, ich wollte doch das Handtuch. Ja, ich wollte es. Das gute Handtuch von ihrer Mutter. Jetzt musst du mal irgendwas tun. Weil ich warte doch, bis der Vogel kommt. Du meinst doch, ich soll versuchen, den Vogel jetzt einzufangen mit dem Tuch. Warum auch immer. Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, was wir sonst hier Kluges tun können. Das Auge abdecken ging doch vorhin nicht, ne? Nee. Irgendwie kommt doch jetzt auch der Vogel nicht mehr. Jetzt kommt er nicht mehr. Das ist er. Also. Nein. Aber ich habe auch nicht den Vogel getroffen, sondern die Backe. Also wieder das Monster, glaube ich. Ich versuche es noch einmal. Oder du musst ja doch mal mit der Wimmernden irgendwie interagieren. Vielleicht geht ja da auch irgendwas. Ja, mit dem Handtuch ging es ja schon mal nicht. Nee. Reagiert gar nicht auf den Vogel. Okay, dann bieten wir ihm mal das Messer an. Hat sie nicht eben noch gesagt, sie hätte sich anders überlegt? Ja, aber sprich doch nochmal mit ihr, nicht ihr gleich irgendwas geben. Ja, aber das ist der gleiche Dialog wie vorhin. So, jetzt versuchen wir mal, das Tuch hier der zu geben. Ich meine, die ist hier ganz nass. Möchte sich vielleicht ein bisschen... Ist wirklich hier die Team-Alkoholikerin. Man sieht es. Ja, du kommst ja auch noch dran. So, was machen wir jetzt? Ich weiß nicht, haben wir jetzt noch irgendwas gekriegt? Ja, wir haben ja jetzt irgendwie nichts, ne? Na, haben wir jetzt nicht was. Ach doch, wir haben jetzt unser Korsett. Ja, wir haben jetzt auch was dazu bekommen. Wir haben was dazu bekommen. Sie wollte doch ihr Wasser wieder zurück. So. Ja, das hat sie doch vorhin schon gesagt, dass sie halt... Ja, aber da haben wir nicht unser Korsett angeboten, sondern das Handtuch. Und da hat sie gemeint, dass sie ja gelernt haben. Also sie hat ja gesagt, sie will ja halt eben gerade nicht dünn sein und nicht so einen Hungerhaken. Also braucht sie natürlich auch keinen... Aber soll ich ihr nochmal das Handtuch anbieten? Nee. Eigentlich nicht. So. Was ist denn mit dem hässlichen Vogel, ey? So, hatte sie noch eine andere Option? Kann sie ja nochmal ausleihen. Okay. Er nimmt sie einfach alle, ne? So, dann jetzt aber mal. Look at me! I'm soaked! Okay. Take a look.
Ah, jetzt haben wir natürlich das Handtuch in der Hinterhand, ne? Warum blinkendes Korsett? Man weiß es nicht. So, und jetzt? Wollt sich das der Vogel, der uns jetzt mit wegfliegt, vielleicht? Also vielleicht nimmt er uns mit. Kannst du mit dem Korsett einfangen irgendwie? Ja, siehst du? Und schon geht's ab. Ja! Komm schon, flieg, Brauner! Nicht über die Zwischensequenz überspringen. Müssen wir noch irgendwas machen? Ich weiß nicht. Müssen wir uns hier freischlagen von unserer Torte? Ja. Oh oh. So, ja, das war ja schön. Ja, mal gucken, wo uns der Vogel jetzt hinbringt. In den Himmel bringt er uns. Meinst du, die Welt von ihr und die Welt des Jungen treffen jetzt aufeinander? Ist das überhaupt so geplant? Ich weiß es hast ehrlich du schon gesagt. Informationen überhaupt zu dem Spiel? Oder? Ja, habe ich, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau. Das werden wir dann wohl bald herausfinden müssen. Oh, jetzt reitet sie hier den Vogel. Sie ist aber auch ganz schön dünn, muss man mal sagen. Ja. Und da kommt Bibo, der kleine Vogelfreund. Na, sie musste sich ja bisher immer gut halten, halt für den hier Monstertypen und so, gell? Ich habe gerade einen kleinen Unfall mit meinem Headset gehabt. Sozusagen einen Auffahrunfall. Oh oh, da ist der Vogel weg. Mal gucken, wo das Messer jetzt landet. Ja. Da ist der Vogel gelandet. Der Vogel hat ein Ei gekackt. Oh, ich glaube, er stellt jetzt bestimmt gleich fest. Ach nee, da ist er. Da kam sie gefallen. Ins Vogelland. Oh, das ist immer keine gute Idee, sich da einzumischen, wenn ein Vogel gerade sein Ei ausbrüten möchte. Ja. Mr. Smooth. Wir treffen auf Prince Charming. Ja, schön, da haben wir ja den ersten Teil schon mal schön hinter uns gebracht. Ja, die Fortsetzung gibt es dann im nächsten Video, würde ich sagen. Ja. Viel Spaß noch und tschüss. Tschüss.